Haben die auch alle unterschrieben, dass sie aufs Foto drauf dürfen und wollen? herzlichen Dank, dass wir bei einer Abschlussveranstaltung kaum mehr freie Plätze haben. Finde ich klasse. Gerade wo doch einige noch einen weiten Nachhauseweg haben, ist es doch so, dass viele hier noch auf die Verlosung warten. Wir haben aber eine vielleicht auch einfach wissen wollen, wo sie nächstes Jahr hinfahren müssen. Aber bevor wir dürfen, meinetwegen, bevor wir aber jetzt in den gemütlichen Teil der Abschlussveranstaltung kommen, haben wir uns gedacht, so ganz lassen wir sie noch nicht raus. Wir möchten ihnen noch einen kleinen inhaltlichen Input liefern. Der inhaltliche Input wird vom Cedric Mollet geleistet. Der hat deswegen auch das Mikrofon dran, dass er richtig umstecken hat, weil der muss nämlich deutlich länger reden als ich heute. Er wird uns zum Abschluss, zum inhaltlichen Abschluss, 20 Minuten lang etwa, 15 bis 20 Minuten lang auf eine Zeitreise entführen. Cedric, bitte, Publikum. Guten Tag. Es ist die deutschsprachige Konferenz, dann werde ich auf Deutsch reden. Sie haben schon festgestellt, dass meine Muttersprache ist nicht Deutsch ist. Aber ich werde das versuchen, so gut wie möglich auf Deutsch zu halten. Zeitreise. Was ist eine Zeitreise? Gehen wir in eine Reise einfach. Das ist die Prius 2003, relativ neues Auto. Dann es gab die Smart, das ist auch ein sehr gutes Auto. Das habe ich gefahren, das funktioniert sehr gut, ein bisschen klein, aber relativ lustige Wagen. Dann gab es in 87 die Ferrari F40. Dieser Wagen habe ich nie gefahren, leider. Das war mein erstes Auto, ein Renault 5. Leider, ich denke, ich sehe so alt wie dieser Wagen, aber es ist einfach so. In 72. In 62 gab es die 250 GTO, auch ein sehr schöner Wagen. Die französische Wagen DS, sehr bekannt in Frankreich. Ein 4 Chevaux, sagt man Chevaux auf Deutsch? Auch, ja. Und ein 2 Chevaux in 39. Und hier sieht man, die Wagen waren wirklich, wirklich alt. Was ist der Zusammenhang zwischen diesem Wagen und Geoinformation? Einfach, unser Raum entwickelt sich auch mit der Zeit. Ich denke, das wissen Sie alles. Aber ich werde jetzt einige Beispiele zeigen. Eine erste Zahl, 3,3 Millionen Einwohner in der Schweiz in 1900, in 2000 zweimal mehr, 7,2 Millionen. Wie merkt man das auf Karten? Hier ist Rapperswil in 38, Anfang des Jahrhunderts. Dann ist es Rapperswil jetzt. Man sieht sehr klar, dass es gibt viel mehr Einwohner, viel mehr Gebäude. Einfach die Karten sehen wirklich anders aus jetzt. Wir haben den Krieg auch erlebt, nicht so stark wie in anderen Ländern in Europa, aber es gab auch den Krieg. Es ist unser General Gisin. Und jetzt diese Straße heißt General Gisin. Und das ist sein Haus. In Dübendorf, Flugplatz Dübendorf, die amerikanischen Flugzeuge, einige sind in der Schweiz gekommen. Dieser ist wirklich gelandet, kann man sagen. Und er dachte, er war in Deutschland eigentlich, aber es war nicht wahr. Sie waren nicht so gut mit Geoinformation damals. Einweihung Grand Dixence. Grand Dixence ist der größte Stromauer der Welt. Aber das war der alte Grand Dixence, kann man der kleine Dixence sagen. Jetzt, das ist der heutige Grand Dixence. Es ist ungefähr ein bisschen kleiner als der Tour Eiffel. Einweihung Zürich-Kloten. Damals war der Flughafen von Kloten einfach eine Wiese mit einem Wald. Jetzt, das war der erste Etappe, zweite Etappe, dritte Etappe und jetzt, das ist wirklich ein sehr großer Flughafen und das merkt man in die Karten. Erste Autobahn, das ist auch beeindruckend. Hier sieht man vor dem Autobahn, nach dem Autobahn, eine große Linie in der Mitte von die Karten. Erste Atomkraftwerk, hier bin ich nicht besonders stolz davon, aber es ist einfach so. In 1969 kam die erste große Atomkraftwerk in Betzno. Und dann wurden drei oder vier andere Atomkraftwerke in der Schweiz gebaut.
Es gab auch politische Entscheidungen, die aber einen Impact auf die Karten. Das ist der Gründung Canton Jura. Und hier sieht man, dass plötzlich ist eine Grenze erschienen. Und das ist die Grenze zwischen Canton Jura auf dieser Seite und Canton Bern auf die andere Seite. Okay, dieses Tool, das ist, was wir Zeitreise genannt haben, Journey Through Time in Englisch. Dieses Tool wurde von Swisstopo entwickelt. Die Idee war, alle Landeskarten der Schweiz zeitabhängig zur Verfügung zu stellen. Eine Version pro Jahr. Jetzt zeigen wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Warum eigentlich machen wir das? Es macht Spaß, klar. Aber es gibt auch Gründe. Und der erste Grund ist natürlich im Gesetz. Die Geodaten müssen aktualisiert sein. Das ist eine Aufgabe von Swisstopo und von allen Geodatenhersteller. Und sie müssen langfristig aufbewahrt. Sie müssen auch nachhaltig verfügbar sein und man muss mit diesen Daten Darstellungsdienst zur Verfügung stellen und auch Downloaddienst. Bis jetzt haben wir die Darstellungsdienst-Tool zur Verfügung gestellt. Downloaddienst, das wird in eine zweite Etappe wahrscheinlich kommen. Sorry. Wir sprechen hier nur von einem Layer, nur von den Landeskarten. Und dieser Layer ist aus verschiedenen Datenquellen gemacht. Am Anfang gab es die Dufour-Karte, Maßstab 100.000. Die erste Dufour-Karte wurde in 1844 gemacht. Diese Karte, während 20 Jahren war diese Karte hergestellt, dass es schweizweit gemacht ist. Und dann gab es nur Nachführung von dieser Karte bis 1939. Die Siegfried-Karte, das ist ein anderer Maßstab, das ist 25.000, 50.000. Das hat im 1870 begonnen und die Ende der Herstellung war in 1862 und dann Ende der Nachführung war es bis 1949. Und die Landeskarte, die heutige Karte, hat im 1938 begonnen und jetzt machen wir seit 1979 einfach nur Nachführung von diesen Daten mit einem 6-Jahren-Zyklus. Was mussten wir machen? Eigentlich der Anfang, der Startpunkt von diesem Tool war einfach 400 Kartenblätter, aber nicht Files in ein Filesystem, das war einfach Papier. Papier im Keller und dann mussten wir diese 4000 Blätter aus dem Keller extrahieren und dann scannen, dann räumlich anzupassen, dann auch georeferenzieren natürlich. Es gab Fehler, es gab falsche Namen, wir werden sehen, dass es gab einige Probleme damit. Und dann auch in die zeitliche Dimension platzieren. Eine Version pro Jahr. Einige Karten wurden 3-4 Mal pro Jahr nachgeführt. Dann mussten wir wählen, ja, jetzt nehmen wir diese für dieses Jahr und so weiter. Es gab ja verschiedene Probleme. Und dann müssen wir Teils generieren, um einfach eine performante Zeitreise zur Verfügung zu stellen. Wir hatten ein anderes Problem, ist das, Swisstopo wollte eine große Pressekonferenz machen und dann waren wir am Ende in alle Tagesschau der Schweiz und dann mussten wir auch machen, dass die Tool funktioniert, auch unter einer sehr großen Last. Und deshalb mussten wir wirklich Teil generieren und auch mussten wir im Cloud sein, sonst wäre es einfach nicht möglich, so viele Teile zur Verfügung zu stellen. Maximal Anzahl Teils pro Sekunde, das war 2600 Teils pro Sekunde, die wurde geschickt. Das ist schon eine große Menge von Daten. Natürlich, alles ist Open Source, wir sind bei PhosGIS, wir benutzen nur Open Source Component, Mapfish, Open Layers 2, bald 3. GeoHext, Varnish, alle die Infrastruktur ist auch mit Open Source Tool gemacht. Aber es war manchmal nicht so einfach, alles das zu tun. Und ein erstes Problem, das wir festgestellt haben, das ist diese Tanz der Kathedrale Problem. Das ist einfach die Problematik von der Georeferenzierung. Und hier sieht man,
Sie hatten am Anfang eine sehr einfache Georeferenzierung gemacht, einfach mit die vier Ecke, mit die vier Ecke von der Karte gemacht. Und man sieht, dass die Karte bewegt sich. Mit diesem Tool es ist es möglich, eine Art Film zu machen. Und wenn Sie da sehen, es geht einfach nicht, weil es ist visuell gar nicht gut. Dann es war möglich, eine bessere Georeferenzierung zu machen. Und dann, wir haben grundsätzlich alle die Koordinatenlinien genommen und dann, abhängig von diesen Punkten, könnten wir einfach jede Karte, jede 4000 Karten neu georeferenzieren. Und man sieht, es bewegt sich viel weniger. Man kann das auch vergleichen. Sorry. Ja, hier können Sie die zwei zusammen sehen. Auf die linke Seite mit einfacher Georeferenzierung, auf die rechte Seite mit einer guten Referenzierung. Normals, die Daten, die Grunddaten, das ist einfach Papier. Es ist nicht anders. Andere Probleme, das ist hier ein Kartenfalz. Auch damit kann man nicht viel machen. Es ist einfach so, die Daten ist so und man kann nicht diese Daten wirklich reparieren. Manchmal sehen wir lustige Sachen. Hier, wir sind in Wattland und Sie können merken, es gibt eine Art, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen, aber es gibt einen Kreis, das ist sehr wahrscheinlich ein Glas Wein. Aber ich kann das nicht beweisen. Andere Probleme, mechanische Beschädigung. Einige Karten waren einfach pendu gesteckt. Ja. Und dann hier diese Linie, es ist einfach die Daten, die unter dieser Linie waren, sind einfach verloren für die Ewigkeit. Hier das ist ein technisches Problem, ein modernes Problem. Der Photoshopper, der den Scan gemacht hat, hat ein Copy-Paste gemacht und man sieht hier, er hat Copy-Paste von das, zu hier gemacht. Hier kann man das lösen. Wir haben einfach einen neuen Scan gemacht. Manuelle Schrifttexte finden wir auch manchmal auf einigen Karten. Und die Karten sind manchmal auf Leine montiert. Und hier sehen wir, dass die Karte sieht nicht wirklich gut. Wenn möglich, kann man einen neuen Scan machen. Wenn es nicht geht, dann ist es einfach verloren. Okay, wir behaupten, dass diese Zeitreise ist eine Weltneuheit. Bis jetzt hat sich niemand geklagt. Aber was ist eigentlich die Weltneuheit? Es ist, dass es gibt alle Landeskarten von einem Land mit einheitlicher Geometrie. Das ist sehr wichtig. Man kann oft finden alte Karten auf Internet. Aber dass alle diese Karten in einer einheitlichen Geometrie ist und dass man kann ein gesamtes Land mit diesen Daten sehen, das ist aus meiner Sicht eine Weltneuheit. Und dieser Zeitreihendienst ist eigentlich ein Geschenk von Swisstopo zu der schweizerischen Bevölkerung, weil Swisstopo ist dieses Jahr 175 Jahre alt. Und wir haben mit der ersten Version haben wir 75 Jahre zur Verfügung gestellt. Und am 27. Juni werden Sie in der Lage, 175 Jahre von Karten in diesem Tool auch zu sehen. Dann Happy Birthday zu Swisstopo. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Bevor wir zur Verlosung kommen, ja, alle brennen schon darauf, ich weiß das. Ich würde keine Fragen jetzt hier zu dem Vortrag zulassen, das passt einfach nicht zu einer Abschlussveranstaltung, sondern ich denke, vielen Dank, Cedric, für diese wunderbare Zeitreise. Ich finde, das ist ein toller inhaltlicher Abschluss, wobei so ganz inhaltlich zu Ende sind wir noch nicht. Stefan braucht noch ein, zwei Minuten, denn auch von ihm kommt noch ein kleiner Rauswerfer. Ich weiß nicht, was kommt. Ich bin rausgeworfen. Nein, worden, du hast die Aufgabe, inhaltlich rauszuwerfen. Nee, noch nicht.
ich bin als Keynote-Speaker aus der Eröffnung rausgeschmissen worden und hier gelandet. Das heißt, man hat dir nur noch die Möglichkeit gegeben, die Eröffnungsveranstaltung zu moderieren. Genau. Microsoft Software braucht schon ganz schön lang zum Starten. So. Also auf zum inhaltlichen Rauswurf, spielerisch, wie ich sehe. Stefan, bitte. Danke vielmals. Eine Lightning Talks. Ein Lightning Talk, das ist, was ich gerne habe an so Veranstaltungen. Und das wollte ich auch jetzt nochmal zelebrieren, bevor ich zum Organisatorischen komme. Das heißt, ich bin jetzt hier, ich habe mich selber eingeladen sozusagen. Und zwar mit dem Thema, das Leben ist ein Spiel. Und da geht es darum, nicht um darum, sondern das ist ein Film für die Cineasten, der genau so heißt. Sondern es geht um Gamification. Das ist auch einer der Weltneuheiten, der Highlights, die jetzt kommen, und zwar in jedem Lebensbereich. Sie werden es nicht glauben, Sie werden beim Zähneputzen, werden Sie Punkte sammeln können. Sie können ja schon bereits für Getränke und weiß nicht ich was Punkte sammeln, aber das wird kommen. Und daher die Definition Gamification ist die Anwendung von Spielifizierung, von Spielelementen, von Game Design Techniken und das Ganze in einem spielfremden Kontext, wie eben zum Beispiel Zähneputzen. Die Übersetzung Spielifizierung, die gefällt mir nicht so richtig. Serious Games ist ein bisschen einseitig, weil es ja eben nicht um das Spiel geht, sondern es geht um etwas anderes, das spielerisch gemacht werden soll. Zum Beispiel eine Verlosung, die jetzt dann kommt. Nur bei der Verlosung kriegen Sie was Richtiges. Bei diesen Games, von denen ich rede, da kriegen Sie meistens nur Ruhm und Ehre, Kontakte und andere Dinge. Das sind also Spiele mit einem Hintergedanken, mit einem Ziel. Und die Ziele sind eben geschäftlich interessant, und das macht mich so sicher, dass das ein Trend werden wird, weil er eben Kundenbindung, Markentreue eben fördert. Es fördert die Steigerung der Kundenloyalität und die Bewusstsein für eine Marke. Mir geht es aber hier darum, wie ist das jetzt mit der Anwendung in GIS? Und da komme ich gleich noch drauf. Wie geht denn das? Es geht um Ranglisten, es geht um Erfahrungspunkte, um eben Statusangaben. Ich bin eben der Bessere als der andere, habe mehr Möglichkeiten. Es gibt aber auch mehr Spielerisches, wo man was entdecken kann. Es geht auch um ganz einfache Rückmeldungen, zum Beispiel die Uhr hier, wo Sie draufschauen, wann ist der endlich fertig? Das wäre jetzt noch was. Ich bin in 4 Minuten bin ich durch. Wir sind alle Gamers. Das ist eine Behauptung, und der Herr Kevin Beerbach, ein Professor, der in der Coursera.com, der Free Online Hochschule, die noch frei ist, hat so eine Vorlesung gerade gehalten, kürzlich, zum Thema Gamification. Kann ich sehr empfehlen, kann man sich einschreiben und dann kostenlos teilnehmen. Jede Woche muss man da was abgeben, mit Videos untermalt und vielleicht auch, nehme ich mal an, spielerischen Elementen. Viele Kids spielen natürlich Videogames, aber auch der durchschnittliche Gameplayer ist bis zu 30 Jahre alt. Auch der Anteil der Frauen im Gegensatz zu hier ist bis zu 50%. Also wirklich ein gefundenes Fressen für die Marketingleute. Nun, was hat es mit GIS zu tun? Sehr viel. Waze, eine ursprünglich israelische Firma, wurde aufgekauft, weil sie mit Erfolg die Leute dazu gebracht haben,
entsprechende Straßenstaus zu melden, damit sie und das mit anderen zu teilen und da eine Art ihren Status zu erhöhen. Es gibt Address Hunter, ein Game, das leider nicht mehr so aktiv ist, soviel ich weiß. Es gibt Map Roulette, das immer noch bekannt ist, bei dem man Fehler in OpenStreetMap erfassen kann, sich zeigen lassen kann, also rücklehnen kann, ja, wo könnte ich denn heute noch auch noch was Interessantes erfassen, dann zeigt es einem. Map Roulette oder der OSM Reporter und ganz neu Ingress mit 2S am Schluss, nicht die Datenbank. Ingress, ein Ding, ein großes Ding von Google hat das entdeckt und kauft sich eine Game-Firma. Ganz groß aufgezogen. Mit dem Hintergedanken, die Gamer hinterlassen Spuren, bewerten Restaurant, ist ja gut für Google. Der entsprechende Lizenztext ist übrigens irgendwie 2 Seiten lang, also dann doch nicht für Gamers. Habe ich mir überlegt, wie kann man das für OpenStreetMap anwenden, und dann bin ich auf das Game Court gekommen, ein einfaches Game, es wurde schon vorgestellt hier. Es geht darum, Fehler in OpenStreetMap zu verbessern. Und da wurde das erste Mal meines Wissens Crowdsourcing mit OpenStreetMap, der Spieltrieb und moderne Webprogrammierung HTML5 miteinander verknüpft. Die Zahlen sind recht eindrücklich. Es wurde freiwillig übersetzt. Und warum und wie wohl so viel? Es gibt einen Fortschrittsbalken hier. Also der Fortschrittsbalken motiviert einen, fertig zu machen. Und die Galizier haben dann mit den Franzosen ein Rennen gemacht. Wer ist zuerst fertig mit der Übersetzung? Also auch hier hat Gamification eben gezählt. Dieses Core Game sieht so aus, und exklusiv und sozusagen auch als Weltneuheit gibt es ab heute bis Ende Wochenende doppelt so viele Coins. Fünf plus 10 Coins, mit K geschrieben natürlich, wie Kort. Darum ganz zum Schluss und ganz einfach, ja, das Leben ist natürlich kein Spiel, aber vielleicht doch, wer weiß. Spielerisch geht es jetzt weiter mit Marc Lösel. Lechner. Ja, danke Stefan. Sehr schöner Abschluss. Abschluss und Überleitung natürlich zum Spiel. Doch bevor ich die Verlosung starte, obliegt es mir hier auch noch ein paar wenige Folien aufzulegen. Allerdings nicht inhaltlich, denn das ist nicht meine Aufgabe als erster Vorsitzender hier vom Vosges e.V. Bei dieser Konferenz inhaltlich sehr zu glänzen, sondern mir obliegt es hier gerade am Ende einfach den Dank auch auszusprechen. Dank auszusprechen, das heißt natürlich zuallererst vielen Dank an allen, die teilgenommen haben an dieser Konferenz. Vielleicht tut sich an den Zahlen noch ein bisschen was, aber das, was grob zusammengefasst werden konnte, war, dass wir über 350 Teilnehmende hatten, 60 davon knapp, ich runde ein bisschen, weiblich. Von daher kommen wir immerhin auf ein Sechstel. Das ist leider nicht so gut wie im Bereich der Gamers. Vielleicht muss das Thema Games auch noch ein bisschen stärker in die Vosges-Konferenz integriert werden, dann kommen vielleicht auch noch mehr Frauen. Aber ich glaube, wir sind von der Quote her trotzdem besser als manch andere IT-nahe Konferenz. Ich muss natürlich auch den Dank aussprechen an alle Sponsoren. Wir hatten seit langem mal wieder endlich einen Goldsponsor mit Camp to Camp. Wir hatten aber auch eine Reihe von Silbersponsoren und hatten auch eine noch größere Zahl von Bronzesponsoren, Mediasponsoren und Medienpartnern. Es war, wenn man so die letzten Vosges-Konferenzen anguckt, die Konferenz, die mit Abstand am meisten Unterstützer, Sponsoren hat gewinnen können. Und das freut mich natürlich besonders, weil wir über die Sponsoreneinnahmen natürlich letztendlich sagen können, wir erwirtschaften einen finanziellen Überschuss, der natürlich an den Verein fließt und der es dem Verein überhaupt ermöglicht, seine Arbeit im Bereich Open Source, die GIS-Projekte, die Software-Projekte, die Datenprojekte auch finanziell zu unterstützen. Und das ist das Geschäft, was wir im Endeffekt ehrenamtlich dann Tag für Tag tun.
Unser Dank muss natürlich auch ausgesprochen werden, und das tun wir gerne, an Stefan Keller und sein Team, wobei hier in dem Fall zu dem Team auch unsere Katja Haferkorn, die seit letztem Jahr in Dessau die Aufgabe hat, allen rechtzeitig in den Hintern zu treten, dass wir hier auch eine Konferenz abhalten können, wo wir endlich mal anreisen konnten und entspannt zurücklegen konnten, auch als quasi Verantwortliche, als Vereinsmitglieder und als Vorstandsmitglied und trotzdem diese Konferenz genießen konnten. Ich habe es auch als sehr angenehm empfunden, dass wir endlich mal eine Konferenz hatten, bei der wir nicht am zweiten Tag eine Mitgliederversammlung des Vereins abgehalten haben. Der gestrige Abend war wirklich sehr entspannend. Der Social Event war auch toll. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Vielen Dank an Stefan Keller und sein Team. Den Dank kann ich natürlich gerne weitergeben und möchte wirklich meinerseits dem Organisationskomitee Foskis e.V., das Komitee vor allem, das ja unabhängig ist vom Vorstand. Ich möchte aber auch dem Vorstand danken, dir als Präsident, Marco, dem Georg Lösel, der nicht hier ist, meines Wissens, dann Till Adams, der Zweite. Vielen Dank. Dann natürlich nochmal von meiner Seite Katja, die da im Hintergrund mit mir das von langer Hand und fester Hand vorbereitet hat. Vielen Dank, Katja. Dann meine Sekretärin und Sachbearbeiterin und Managerin im Institut für Software, die Silvia Mazzoli, die ist immer noch am Managen da am Stand und steht noch da zur Verfügung bis um 14:45, wenn die einige schon am Gehen sind. Dann natürlich die Helferinnen und Helfer. Da kommt sie gerade. Ja. Wie gerufen. Helferinnen und Helfer und ganz zum Schluss noch der HSR, dem Rektor der Schulleitung, die das bewilligt hat. Zweimal. Da musste ich noch einmal auf den Knien noch vorbeigehen, weil es ein Missverständnis gab, denn die Raummiete, die hätte 17.000 Schweizer Franken ausgemacht. Und das konnten wir regeln. Also nochmal vielen Dank für diese großzügige Unterstützung. Die Hosen habe ich dann ausgetauscht und darum bin ich jetzt hier. Vielen Dank. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jedes Jahr natürlich versuchen, die Ausgaben möglichst niedrig zu halten. Deswegen sind wir auch immer versucht, an der Hochschule die Konferenz abzuhalten, weil da doch relativ günstige Möglichkeiten üblicherweise bestehen, auf die Räumlichkeiten zuzugreifen. Denn jeden Euro, jeden Franken in diesem Fall, den wir einsparen, den haben wir einfach dann für die Projekte zur Verfügung. Und dadurch, dass wir gemeinnützig sind, ist auch eine gewisse Sicherheit da, dass der Vorstand nicht einfach nur Urlaub auf Mallorca oder sonst wo macht, sondern eben das Geld größtenteils auch wirklich in die Projekte fließt. So, jetzt, worum geht's nächstes Jahr? Es ist die erste Foskis-Konferenz, auf der wir bekannt geben können, wo im darauffolgenden Jahr hinzufahren ist. Wir haben natürlich dieses Jahr eine Sonderrolle gehabt, dadurch, dass die Konferenz 3 Monate später als üblich stattgefunden hat. Das heißt, wir hatten auch 3 Monate mehr Zeit, rauszufinden, wo wir hinwollen. Das heißt, natürlich jetzt für 2015 dann schon gedacht, haben wir wieder weniger Zeit, aber vielleicht sind unsere Strukturen dahingehend auch ein bisschen besser. Wir wollen also versuchen, den Call for Locations für 2015 schon sehr zeitnah, sehr bald rauszuschicken, sodass Sie sich schon Gedanken machen können, ob Sie vielleicht mit so viel zeitlichem Vorlauf eine Foskis-Konferenz auch zu sich holen können. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden Sie nächstes Jahr vom 19. bis 21. März in Berlin sein, an der Beuth-Universität, an der Beuth-Hochschule für Technik. Und da werden wir uns dann mit Sicherheit wiedersehen.
Da werden Sie wieder drei tolle Tage mit tollen Abendveranstaltungen und natürlich vielen inhaltlichem Input, der natürlich von Ihnen kommt über die Vorträge, über die Workshops. Und da freue ich mich auf jeden Fall, Sie wiederzusehen. So, Gamification. Ich brauche eine Glücksfee, die kommt traditionell immer aus den Bereichen des Vor-Ort-Teams. Ich mische auch alle abgegebenen Schnipsel und darf auch versprechen, dass jeder, der jetzt nicht gezogen wird, aus dieser Kiste, wenn er den Saal verlässt, sich auch noch ein oder zwei Sachen rausnehmen kann. Das heißt, hier geht niemand mit leeren Händen raus. Vielleicht. Wir fangen traditionell natürlich bei den kleineren Preisen an und vielleicht haben wir bis dahin, wenn wir uns zum ersten Hauptpreis oder zum Hauptpreis vorarbeiten, auch rausgefunden, ob der Hauptpreis eigentlich das Bullspiel ist mit Aufdruck Institut für Software oder doch eine digitale Version des Atlas der Schweiz. Da bin ich momentan noch ein bisschen uneinig. Vielleicht lassen wir da auch, ziehen wir die beiden gleichzeitig und gucken dann, wer dann da wählen darf. Kann vielleicht irgendjemand helfend die Kiste mal vor den Ausgang stellen, damit hier Schoki, Kühlschrankmagneten von Rapperswil, sonstige schöne Sachen, sich jeder noch eine Kleinigkeit nachher mitnehmen kann. Danke. So, dann fangen wir mal an. Ich denke, viele müssen ja auf den Zug, deswegen versuchen wir das natürlich möglichst schnell über die Bühne zu kriegen jetzt. René Sieber, bitte nach vorne kommen. Wir sind noch nicht beim ersten Preis, deswegen eine Tasse, entweder wahlweise mit zwei USB-Sticks inklusive Kompassfunktion oder eine Tasse mit Lineal dabei. Gut. Einfach zügig weiter. Herzlichen Glückwunsch. Außerdem Michael Zilske. Einfach weiterziehen, ruhig zügiger. Eine der Tassen. Lineal oder USB-Sticks? Gut. Oh, das ist ja, da ist sehr praktisch, da ist auch der Fragebogen noch mit dran. David Oesch, ich gucke aber nicht auf den. Ist der noch da, David Oesch? Ah, da ist er. Ich gucke auch nicht drauf, versprochen. Oh, nochmal das Gleiche. Oh, Roger. Haster? Hauser, Roger, irgendein Roger hier? Wer heißt Roger? Wie noch? Oder Roger. Bitte? Roger. Ja? Ja, das stimmt. Das lassen wir durchgehen. Eine der Tassen. Dankeschön. Katrin Wolters. Katrin Wolters, ah ja. Ulrich Himmelmann. Magnus Heitzler. Herzlichen Glückwunsch, eine der Tassen. Hätte ich auch genommen. Eine der Tassen. Markus Beuerle. Ah, kommt schon.
Joachim Bobrich. Das ist ein Lineal. Ein Solarlineal mit Taschenrechner drauf. Und das sind zwei USB-Sticks, die jeweils einen Kompass noch mit drauf haben. Hatte ich Joachim Bobrich schon vorgelesen? Der ist schon weg, dann hat er Pech gehabt. Sabine Wölbier oder Wohlbier? Und, langsam, warte. Und Ralf Meier. Ralf Meier. Kein Ralf Meier? Doch, bewegt sich. Gut. Jetzt ist leider keine Tassenauswahl mehr möglich. So, dann nähern wir uns den noch wertvolleren Preisen. Die hier nehme ich mal zur Seite als Hauptpreise. Üblicherweise von unserem Medienpartner Wichmann Verlag wieder Bücher. Da sind natürlich die inhaltlichen Interessen immer recht unterschiedlich. Deswegen geht es darum, die nächsten 6 Bücher kann, wer zuerst gezogen wird, sich eines raussuchen. Wir haben die Open GIS Essentials, wir haben das Handbuch Geomarketing und die Web Portrayal Services. Die hatten wir, glaube ich, schon ein paar Jahre jetzt eigentlich immer zuverlässig hier. Ich glaube, die gehen nicht so gut im Verkauf, aber in der Verlosung werden die immer gern genommen. 6 Stück. Ups. Armin Retterath, einmal ein Buch, bitte. Armin, ist er noch da? Ja. Marvin Brandt. Andreas Fischer. Ich habe es ja gesagt, die erste Reihe, die wollten. Und Karel Kulmavi oder Kulhavi? So, langsam. Armin ist schon. So. Dann, 2 Bücher sind noch da. Anja Littke, ja, bewegt sich. Und Jürgen Zornig zum ersten, zum zweiten nicht anwesend. Dann brauchen wir noch jemand. Bitte? Sind alle da, sind alle hier im Raum. Haben sich alle reingequetscht, zum Glück. Das Preisschild ist nur auf einem Buch drauf. Dann Matthias Kolbe. Ein Handbuch Geomarketing für Matthias Kolbe. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt stehe ich hier und weiß nicht, ob Spielen wichtiger ist oder doch die digitale Welt des Atlas. Haben Sie einen Vorschlag? Wie gehen wir vor? Okay, wir ziehen jetzt den ersten Preis, Trommelwirbel, und der darf sich aussuchen, welche Prioritätensetzung die Person hat. Jetzt den zweiten Preis. Aber darf zuerst aussuchen. Ja, ja. Atina Trakas muss nehmen, was übrig bleibt. Und die Wahl darf treffen Frank Schwarzbach. Herzlichen Glückwunsch. Da scheint noch ein entsprechendes Laufwerk zu Hause vorhanden zu sein. So, herzlichen Glückwunsch allen Siegern, Gewinnern und wie gesagt, draußen ist noch die Wühlkiste.
Ich darf Sie jetzt auf die Reise nach, in Ihr eigenes Zuhause schicken oder wo immer Sie heute hinfahren und freue mich, Sie nächstes Jahr in Berlin im März wiederzutreffen. Ich darf auch verraten, dass es in Berlin im März 2014 sicherlich schon warm sein wird, denn wir haben herausgefunden, dass die Vosges-Konferenz immer den Frühling einleitet. Eine Woche vorher wird es warm, das Wetter wird besser und jetzt wissen wir auch, warum der Frühling, der Sommer dieses Jahr so lange hat auf sich warten lassen. Gute Nachhausenweg. Zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Nur noch drei organisatorische Hinweise zu Social Events. Nämlich, es gibt die Wanderung, die Vögel treffen sich gleich vor dem Hörsaal hier, gleich davor, gleich jetzt, anschließend bei Stefan Wagner. Hier, da vorne. Und um 16 Uhr gibt es Apero bei der Ausstellung der Bachelorarbeiten der Studiengänge Informatik gleich hier, auf der anderen Seite des Foyers, im Gebäude 1, wo Sie durchgehen, wenn Sie jetzt zur Cafeteria zurückgehen. Die ist noch offen, unsere, es gibt noch was. Und zu guter Letzt, wer Lust hat, kann mit dem gleichen Ticket, wie er von Zürich hergekommen ist, kann er mit dem Schiff zurück. Das fährt jede Stunde, soviel ich weiß, 15.30, 16.30 Richtung Zürich. Es geht einfach ein bisschen gemütlicher dann zurück. Vielen Dank. Und gute Heimfahrt.